sagst Bescheid. Gelb, jetzt rot. Jetzt rot. Wir sind drauf! Einen schönen guten Abend bei Löwen Live, dem YouTube Live Talk. Heute mit ein paar Minuten Verspätung. Wie üblich, wenn Michi da ist, aber. Nein, aber diesmal. Du warst super pünktlich. Ja, ich war super pünktlich, wie immer. Außer letztes Jahr beim YouTube Live. Ja, ihr seht, ich bin nicht alleine hier. Michi ist am Start, Kader Prof, Profi ist am Start. Hi Profti. Hallo. Das war sein bestes Deutsch für heute. wir sind zu spät dran, weil, soll ich sagen? Sagen wir so, wir haben ein wichtiges technisches Detail vergessen, ohne dass hier nicht geht. Insofern 5 Minuten zu spät, aber so schnell haben wir Dirk noch nie rennen sehen und fahren sehen. Also rote Ampeln. Ja, jetzt sind wir also hier. Schön, dass ihr da seid. Wir sitzen heute in der Rhein-Main-Extra-Tipp-Löwen-Lounge in unserem schönen neuen VIP-Bereich und sitzen auf diesem super geilen, schicken Teppich von Fashion for Flaws. You like it? Magst du? Ja, es ist, ich finde es sehr geil. Die ganz große Löwen drauf. Löwe. Ja, sehr cool. Kann man das steigern, ne? Für Löwenherzen, wenn du noch ein paar übrig hast? Ja. Ich glaube, aktuell stehen wir bei 8.888 Euro. Echt? Ja. Na, stimmt nicht. 8888. Steht da dran. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel für mich dann. So viel Geld habe ich noch nicht, leider. Aber trotzdem, oder? Profti, sieht gut aus? Ja, wie good for your bedroom. Würde ihm gefallen, das ist doch wunderbar. Ja, also, zuerst einmal Rückblick aufs Wochenende. 2 Siege, 5 Punkte. Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit dem Wochenende? Vielleicht fangen wir an mit dir, Bietigheim. Das ist einfacher zu erklären. Profti muss dann Krimi schauen. Ja. Perfekt. Ja, ich glaube, am Freitag in Bietigheim war eigentlich unser bestes Spiel unter der Saison. Wir haben für 60 Minuten lang das Spiel einfach dominiert. Super gespielt. Keine Welle in unser Spiel am Freitag. Es war ganz wichtig. Ja, und Bietigheim ist auch eine Top-Mannschaft. Wenn du eine Top-Mannschaft 6-1 gewinnen kannst, dann ist auch super. Und in Krimitschau, wir tun uns immer ein bisschen schwer. Krimitschau ist nicht leichter zu spielen. Ich hoffe, die letzten 3 regulären Saisonspiele haben wir da immer im Penalty-Schießen gewonnen. Ja, was a tough game, huh? Yeah, it was a tough one. It's always hard to win in Krimitschau. They have a really strong offensive team, but made through the first period, I think a lot of it was Jimmy held us in there, and we were happy to go there with 2 points for sure, and yeah, build off it and maybe learn how to put together a better road effort in the future. Also ja, er sagt auch, im ersten Drittel können wir froh sein, dass Jimmy da war und uns im Spiel gehalten hat und am Ende froh über die 2 Punkte und geht sicherlich auch besser. Habt ihr eine Erklärung dafür, dass wir dieses Jahr im Penalty schießen bisher so noch nicht ein, unsere Coalies haben noch nicht ein Penalty reingelassen und wenn sonst nichts geht, Eddie macht ihn immer rein. Eddie ist im Penalty-Schießen ein Torgarantie. Das, ich glaube, es macht es einfacher für den Torwart, wenn die weiß, dass einer von uns trifft. Und ja, die beiden Torwarts können super halten im Penalty. Wir sehen es jeden Tag im Training auch. Und Eddie macht jedes Mal rein. Soweit. Stimmt, ne? Es gibt ja dieses berühmtes Spiel manchmal, alle paar Wochen, das A-Punkt-Punkt-Punkt-Lochspiel, wo es um Penalty-Schießen geht. Die dauern relativ lang aktuell, weil die Torhüter lassen nicht so viel zu, oder? Das stimmt, ja. Die sind gute Torwarts. Wir müssen auch besser auf unser Moves arbeiten, glaube ich. Ein bisschen mehr Dangles reinbringen, ja. Wenn man jetzt so ein Spiel hat, wie Krimitschau, wo man gefühlt 2 Wochen unterwegs ist. Wie geht ihr mit so einer langen Busfahrt um? When you have such a long bus ride, how do you handle this? Is it easy? Are you tired when you get there? I don't know. I think we're used to it. It's part of the job. And you get there, you have a coffee, and get ready to go. Anything you need on the bus? No, nothing special. Pillow, get a good nap in, and yeah, so you get a good sleep and you wake up, coffee's ready and good to go. Okay. Geht genauso, du brauchst auch nur Kaffee und ein bisschen Schläfchen oder noch irgendwas anderes? Nee, für mich ist auch ein Schlaf und Kaffee ganz wichtig beim Auswärtsspielen.
Wie Krafti gesagt hat, wir haben das schon jahrelang gemacht. Es ist nichts Neues für uns. Ja, ich versuche jedes Mal, wenn wir ankommen, ein bisschen mehr in Bewegung zu bekommen, dass die Fußbeine raus sind, bevor wir das Spiel anfangen, aber hat in ein paar Spiele dieses Jahr noch nicht funktioniert ganz. Gibt es denn, wenn ihr euch zurückblickt, gibt es denn mal so eine Auswärtsfahrt, die in Erinnerung blieb, wo vielleicht irgendwas, der Bus liegen geblieben ist, Stau auf der Autobahn, irgendwas? Ja, für mich war letztes Jahr, ich glaube, es war unser erstes Spiel in Bad Nauheim. Soll eigentlich nur 30 Minuten sein, aber der Bus war hier spät angekommen, dann waren wir im Stau 2 Stunden stehen geblieben. Wir waren in Nauheim, vielleicht 15 Minuten vor Warmlauf angekommen. Ich könnte eigentlich von meinem Haus in Bad Homburg schneller bei Fuß in die Halle gehen in Bad Nauheim. Did you ever had a strange road trip? I was thinking about that one too. I got nothing else. Wir hatten auch mal einen brennenden Bus, richtig? Ja? Der Bus ist ausgebrannt. Michi, wo warst du denn da? gibt es denn, wenn ihr on the road seid, gibt es ein Essen, was ihr einfach nicht mehr sehen könnt? Oder vielleicht auch, was ihr super gerne esst? Ja, ich bin... Seit Jahren habe ich keine Lust mehr auf Pasta mit Tomatensauce vor dem Spiel. Ich kann es gar nicht mehr essen. Ich habe es jahrelang gefressen vor dem Spiel und kann ich einfach nicht mehr. Entweder zu Hause oder beim Auswärtsspiel, es ist egal für mich. Wie ist bei dir? You had any food you don't like before on a road game that you can't see anymore? Yeah, same thing with the pasta, but if you pick up a nice pregame schnitzel, that's always... It's always a good sign. Pre-game Schnitzel. Ja, ihr seid jetzt beide im zweiten Jahr hier. Du bist ein paar Wochen später gekommen. You came a little later. Fühlt ihr euch zu Hause? Do you feel home here? Yeah, totally. It's good. I was really excited to come back for second season because I was kind of bouncing around from team to team. But since we've been here, the city's been, great. The fans are great and we've really enjoyed it. Ja, er freut sich, dass er noch ein zweites Jahr hier ist und vorher ein bisschen hin und her gehüpft zwischen den Teams und fühlt sich hier sehr wohl. Ich finde es toll, die Stadt ist toll, wurde hier toll aufgenommen. Wie ist mit dir? Fühlt sich auch zu Hause hier, die ganze Familie? Ja, für uns ist Frankfurt schon zu Hause. Es war ganz einfach. Meine zwei Kinder waren schon gut in die Schule, in den Kindergarten gekommen. Frau hat auch... Arbeit gefunden, das ist auch schön für Sie. Und ja, Frankfurt ist schon für uns zu Hause. Hier kommt noch eine knallharte Frage. Jetzt kommen die tough questions. Die Petra möchte wissen, was ist mit dem Überzahlspiel? Das ist noch nicht so der Bringer, schreibt sie. Powerplay is not that great yet. Ja, aber es kommt. Wir haben von Spiel zu Spiel versteigert. Und ich glaube, die letzten 2 Spiele zumindest Tor geschossen, ganz wichtiger am Sonntag in Crimmenschau, ganz wichtiger. Und ja, es kommt. Wir haben andere Personal jetzt. Wir müssen uns einen Weg finden. Wir haben es versucht. Wir haben ein paar Veränderungen gemacht letztes Wochenende und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert letzte Wochenende. Dann habe ich gleich noch ein paar mehr Fragen. Der Nils fragte auf Facebook, wenn ihr einen Tag lang Trainer wärt, was würdet ihr besonders trainieren lassen? If you would be a coach for a day, what would you have the boys practice? Oh, I guess your answer is in the gym. Yeah. Come back to me on that one. Okay. Er muss noch kurz überlegen. Also Michi. Wow, der Druck auf mich steigt schon ein bisschen, ja? Danke, Prafti. Ein Tag. Gute Frage. Ich glaube, ich würde gern Überzahl trainieren in einem Tag, wenn ich nur einen Tag drin sein darf. Warum? Gibt es da einen bestimmten Grund für? Oder? Ja, es macht Spaß einfach. Für mich als Überzahlspieler. Vielleicht nicht so viel Spaß für die, die im Unterzahl sind, aber ich finde es immer Spaß, wenn wir Überzahltraining machen. Okay,
Here you go. No more pregame skate. At least for one day. Yeah. Also, Crofty sagt kein Skaten mehr vorm Spiel. Ja. Zumindest für diesen einen Tag, den der Trainer wäre. Die Susi, die hat tatsächlich zwei Fragen geschickt. Zum einen fragt sie, ob ihr schon aufgeregt seid und euch freut aufs Winter Derby. Excited about the Winter Derby. Yeah, that's gonna be super cool. I've never played outside. Well, oh yeah, okay. I've never played an outside winter game, so that'll be neat. It'll be a lot of people, and that derby against Bad Nauheim is always exciting. So, sure, it'll be a great experience. Ja, also er freut sich, ja, ein Winterspiel draußen hat er auch noch nicht gehabt, und das wird toll gegen Nauheim. Sind immer intensive Spiele. Wie ist das? Ja, ich freue mich sehr, dass wir das Spiel in Offenbach spielen können, statt in die Colonel Knight Stadion, oder wie heißt diese Hexenkessel in Bad Nauheim. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe auch kein Winterspiel gemacht bis jetzt. Ich freue mich riesig. Meine Eltern sind da auch. Frauen und Kinder kommen, die sind auch total aufgeregt schon. Soll ein super Spiel sein, super Stimme. Und ja, ich bin schon bereit, aber muss noch ein paar Monate warten, leider. Erstmal gibt es ja auch noch ein Spiel gegen Bad Nauheim demnächst. Okay. Aber da schnell der Hinweis. Leute, kauft Tickets, geht da hin, zieht euch dieses Spiel rein. Das wird ein super Erlebnis, und wir müssen einfach dafür sorgen, dass es, auch wenn wir die Gastmannschaft sind, dass es ein Heimspiel ist. Die Susi fragt zudem noch, welche Mannschaft die Saison eurer Meinung nach nicht zu unterschätzen ist. Jetzt ist ja auch die Saison schon ein Viertel rum. Which team is you can't underestimate? We could surprise, basically. Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, viele Mannschaften haben sich verbessert in der Sommerpause. Vielleicht nicht so eine große Überraschung, aber es gefällt mir sehr, wie Habron spielt soweit. Wir haben gegen die zweimal im Vorbereitung gespielt, zweimal unter der Saison auch, und ich glaube, wir haben eine super starke Mannschaft, vorne, hinten und im Tor. Und ja, die spielen schönes, schnelles Eishockey und sind vielleicht nicht so eine große Überraschung für mich, dass die nach oben sind, aber ja, ich bin einfach begeistert von denen soweit. Do you have a team that surprises you thus far? No, but I think the whole league is really tight this year. I think you've seen every game, it's been the battle, and there's no easy game, so it's going to be interesting. Also er sagt, es gibt auch noch ein paar Mannschaften, wie Freiburg hat, ich habe gedacht, weil ich kenne die Ausländer von Freiburg vor der Saison nicht, und die haben auch eine starke Saison soweit gespielt, und die haben auch eine starke Mannschaft. Freiburg, Trotz hat sich auch sehr verbessert vom letztes Jahr, und ja, die Liga ist einfach sehr eng zusammengerutscht, und es gibt keine Mannschaft. Ich glaube, es ist nicht wie zwei, drei Jahre vorher, wo es drei, vier Mannschaften gibt, die richtig um das Titel spielt. Jetzt gibt es 8, 9, vielleicht auch 13, 14 Mannschaften, die am Ende Meister werden kann. Okay. Das gefällt mir auch sehr. Das hat auch seinen Reiz. Mitchell, bleiben wir kurz bei dir. Wenn du Frankfurt mit früheren Stationen vergleichst, in denen du warst, was gefällt dir an Frankfurt besonders? Ich finde, für mich, die Stimme in die Halle ist einfach riesig. Ich habe in die große Halle überall in Deutschland gespielt, und ich finde es immer schön, in die kleine Hexenkessel wie hier, wenn wir 5.000, 6.000 Leute drin haben, dann ist die Stimme einfach Wahnsinn. Ja, wir kennen uns ja beide noch schon länger aus Hamburger Zeiten. Ich kann mich erinnern, da war deine ältere Tochter Emma immer so ein kleiner Floh auf dem Eis. Wir sind eine Runde gelaufen, jetzt ist ein bisschen zu groß dafür, aber jetzt beide Töchter, sind die beide Eishockey-Fans? Ja, beide riesige Eishockey-Fans. Emma spielt seit letztem Jahr auch mit hier im Frankfurter Nachwuchs. Und Lina, ich glaube, Lina ist einfach froh, in die Halle zu kommen, aber sie weiß nicht, wie das Spiel funktioniert, nicht. Aber sie hat trotzdem riesigen Spaß mit die anderen Mädels, Spielerfrauen auch. Die sind auch super Mädels dabei, die gut auf unsere Kinder passen. Wie läuft's bei Emma? Ganz gut, finde ich. Es gibt
letztes Jahr war sie die einzige Mädchen auf ihrer Mannschaft. Jetzt gibt es noch ein paar dazu und ich glaube, die haben sehr viel Spaß aufs Eis. Okay, wenn ihr da draußen Mädels also sagt, ich will auch Eishockey spielen, dann kommt zu den Löwen. Profti, now that we talked about kids, no, don't worry. Just kidding. But you're married. How does your wife like Frankfurt? She loved it right from the start. We were really happy here. City has everything, and Mitch said, we have a great group of guys and a great group of families here. So we really, really enjoy ourselves here. And like we said before too, we feel at home. So it's great. Ja, also er sagt seiner Frau, gefällt es auch gut, die Stadt, die Leute, auch dass das Team, ist eine gute Chemie hier, auch nicht nur unter den Spielern, sondern auch die Frauen und Freundinnen, die dabei sind. We talked about Hamburg. You grew up in Hamburg, right? I think I spent a couple hockey seasons there, a couple winters when I was 3 or 4, 4 and 5, and played my first year of hockey there in Hamburg. And yeah, I got some of my first talking memories are actually from Hamburg, and yeah, so that's kind of interesting connection. I guess your dad played in Hamburg. Yeah, correct. Yeah, that's why. So, did you know? Wusstest du es? Ja, habe ich nicht gewusst. Das Eishockey-Welt ist ganz klein. Ganz klein, ja. Prof, die war irgendwie mal ein Crocodile, right? Yep. Ja, Crocodile. du bist auch, wenn du frei hast, sieht man immer auf Instagram, bist du viel unterwegs. Alleine oder mit deiner Frau, wenn sie da ist. Seid ihr sehr reisefreudig? Do you like traveling with your wife here in Germany or other places? I think she likes to travel more than me, but she kind of drags me around. No, yeah, that's one thing we really like about here too, is it's easy to get around and see a lot of the history and learn about a lot of different cultural things, and yeah, it's awesome. Ja, er sagt, seine Frau weiß vielleicht ein bisschen lieber als er, aber er findet es klasse, rumzukommen, viel zu sehen, auch viel Geschichte zu sehen, und man kommt leicht, gerade auch von Frankfurt, kommt man echt leicht überall hin. Jetzt schauen wir doch nochmal hier, was hier noch, hier kommen immer wieder Fragen, ihr schießt mehr Unterzahltore als Überzahltore. Also über Powerplay haben wir schon am Anfang gesprochen, aber natürlich die Frage von Peter, freut ihr euch auf Freitag aufs Derby gegen Kassel? Ja, natürlich. Freut uns, ich glaube, wir freuen uns alle sehr. Wir haben schon die ersten zwei Spiele gegen Kassel und Bad Nauheim haben wir eigentlich gut gespielt, aber nicht gewonnen. Vielleicht auch nicht ganz so gut gespielt, aber ja, ich erwarte ein Top-Spiel zwischen uns in Kassel. Zumal ja beide Mannschaften auch nicht so schlecht stehen in der Tabelle. Ja, wir sind da. Wir sind näher dran gerutscht am Sonntag und ja, wir können noch 3 Punkte holen am Freitag. Das ist ganz wichtig. Würdest du sagen, dass das Derby schon eins der bekannteren und besseren in Eishockey Deutschland oder vielleicht sogar über Deutschland hinaus ist? Ja, glaube schon. Das Intensität ist immer ganz hoch in Kassel. Und ja, es gibt auch viele andere große Derbys in Deutschland, aber uns gegen Kassel, uns gegen Nauheim sind zwei von die Großen, dass ich mit dabei war. When we talk about Kassel and a derby, and of course everybody, you know, there's some pressure, let's face it. How do you make sure that you guys stay calm and cool and do on the ice what the coach wants you to do? Well, I don't know. I've been on both sides of this one and seen the kind of intensity boil over quite a few times, so that's definitely a challenge. But you know, I think what we've learned from these derbies is that whoever can kind of stay most in control ends up winning. So you gotta really make sure that happens. Also er sagt, er hat auf beiden Seiten dieses Derbys gespielt. Tatsächlich stimmt er auch und meint, das hat es erlebt. Es kann schnell gehen, dass die Gemüter etwas ätzen und am Ende ist entscheidend, wer cooler bleibt. In so einem Derby, der gewinnt für gewöhnlich auch. Ja, ganz kurz, Fanshop habe ich hier mir groß und rot aufgeschrieben. Du bist ja schon als Model unterwegs. Ja. Und so neue Löwen-Kapuzen-Sweater. Gibt es einen Fanshop? Ja, steh doch ruhig mal auf. Dann kannst du einmal, oh yeah. Kriegt ihr im Fanshop aktuell für 69 Euro und auch, ja, auch, ja. Halt doch mal hoch den neuen Kapuzen-Sweater.
Auch ein schönes Teil. So ein bisschen Hockey-Jersey-Optik. Auch der für 69 Euro im Fanshop. Wird ja langsam kühl draußen. Und scheinbar ist es auch kühl hier drin. Deswegen schlag zu, würde ich sagen. Auch Weihnachten ist ja auch nicht mehr so weit. Schauen wir mal, haben wir hier noch eine schöne Frage. Der Kevin möchte wissen, wer ist der neue Quatschkopf der Kabine in Kammern? Tusis Nachfolger? Gibt's keine Nachfolger von Tusi. Überhaupt nicht. Okay. Und Dominik möchte wissen, Profti, wer ist dein Best Buddy im Team? Everybody. Oh. Lasse. Lasse ist unser Betreuer. Lasse ist, why? Because English is, you and Lasse, you understand each other? Yeah, that's why. We communicate on a very deep level. And he's a great guy. Yeah, that's true. Also Lasse, einer unserer beiden finnischen Betreuer, aber Lasse hat tatsächlich, also Englisch ist nicht seine Lieblingssprache, na, Deutsch schon mal gar nicht, aber die Jungs haben es noch nicht so mit dem Finnisch, deswegen ist es mit Lasse manchmal so ein bisschen mit Händen und Füßen, aber es klappt immer. Und Kara sagt, bei ihm ist es eine sehr tiefe Verbindung, es funktioniert sehr gut. Was haben wir denn noch für Fragen? Wir haben auch noch ganz viele auf Instagram reingekommen, jetzt kommen die bösen Fragen hier. Guck mal hier, die Alina möchte wissen, gibt es ein Ritual vor jedem Spiel? Habt ihr irgendein Ritual? Macht ihr irgendwas immer gleich vor jedem Spiel? Ich esse immer 7 Minuten vor Spielanfang ein kleines Squeezy Supergel Energiepaket. Und es muss genau 7 Minuten sein. Jetzt muss ich fragen, warum 7 Minuten? Keine Ahnung. Aber es muss genau sein. Punktlich 7 Minuten mache ich die Packet auf und dann stellst du dir einen Wecker dafür? Nee, aber ich achte auf die Uhr jedes Mal. Can you top that? No. I got nothing. Profi kann er nicht mithalten. Sowas hat er nicht. Lisa Croft möchte wissen, ob ihr ein Lieblingsteam in der NHL bzw. NFL habt. Oilers, NHL, and NFL, Seattle. Was any reason why those two? Edmonton, because I grew up in Edmonton, so that's can't cheer for anyone else. But then Seattle, I played my junior hockey in Spokane, which is in Washington State, and that's kind of the big team there. My last year there, they won the Super Bowl, so kind of got into it a little bit. Also the Oilers in the NHL, yeah, and Seattle in the NFL, weil er da tatsächlich Junior Hockey in der Nähe von Seattle gespielt hat und genau als er da war, haben sie auch noch einen Super Bowl gewonnen. I know your favorite NFL team. Ja, muss die Green Bay Packers sein. Das war ganz einfach für mich, weil meine Frau kommt aus Wisconsin und ich glaube, ich bekomme sehr viel Ärger von ihr ganze Familie, wenn ich kein Packers-Fan bin. Aber von NHL ist es ganz klar die Toronto Maple Leafs, weil ich bin in die Nähe von Toronto aufgewachsen und es ist genau das gleiche mit meiner Familie, mit den Leafs. Geht's nicht anders. Liebst du sonst gefährlich tatsächlich. Aber dann seid ihr ja, ich weiß gar nicht, Toronto, sind die in die Saison gestartet? Solide? Edmonton ist ziemlich gut gestartet. Ne? Edmonton had a pretty good start. Ja, aber die Oilers sind gut gestartet, die Leafs, es ist okay. Aber dafür sind die Packers großartig gestartet. Genau. Das ist ganz wichtig. Happy wife, happy life. Ja, hast du recht. Die Johanna möchte wissen, ob ihr nach dem Training oder Spiel auch noch Zeit für ein Privatleben habt. Nein, oder? Ja, ich bin immer mit meinen Kindern unterwegs. Nach, vor, am freien Tag immer mit den Kindern unterwegs. Ja, wenn sie jetzt Hockey-Kids sind, dann bleiben die auch immer relativ lange auf an so einem Heimspieltag. Sind die trotzdem Samstagmorgen um 7 schon wieder auf der Matte? Nee, wir sind, Samstag ist so unser Ausschlaftag. Wir können, ja, die Kinder schaffen es bis 8 Uhr meistens ins Bett zu schlafen. Das freut uns auch sehr drüber. Hast du ein Privatleben, Profi, nach dem Spiel? Ja, yeah, very private though. Sehr privat. Okay. Ja, Limak fragt, wie er an Autogramme kommt. Ja,
einfach beim Training oder Spiel vorbeikommen. Es gibt auch Autogrammkarten jetzt demnächst im Shop bei uns zu kaufen. Geht bald wieder los. Die sind heute quasi, glaube ich, angeliefert worden schon. Also demnächst geht's los. Oh, hier. Jetzt Mitchie, wichtige Frage, fragt sich schon ganz Frankfurt. Lotti möchte wissen, gibt es noch offene Rechnung mit Tim Schüle oder was ist da gegen Bietigheim los gewesen? Ja, da, ich glaube, du musst ganz ehrlich Prafty fragen, weil ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber Tim war sehr sauer auf mich und ich habe gar nichts mit ihm zu tun. Aber vielleicht Prafty weiß, was los ist. Ich weiß auch nicht. Keine Erklärung, no explanation. You haven't been nice to him. Yeah, like he's obviously hurt, and I don't like to see anyone we play against get hurt. And I hope he's back playing soon. That's all I have to say about that. Er hat sich ja scheinbar verletzt und der Prof sagt auch, er hofft, dass er bald wieder auf dem Eis ist, weil Verletzung möchte man auch nicht sehen. Was ist Schulter? Schulter? Achso, ich dachte, irgendwas liegt ist auf der Schulter. haltet ihr, die Christina fragt, ob ihr Kontakt zu ehemaligen Mitspielern haltet? Nun waren ja in Bietigheim doch einige ehemalige da zum Beispiel. Hält man Kontakt unter sich mit Mitspielern oder beschränkt er sich auf, sag ich mal, die Spiele, in denen man sich sieht? Ja, für mich ist meistens meine, die Spiele, die ich jeden Tag sehe, aber ja, ich bleibe immer noch in Kontakt mit Tusi, weil er war für mich und meine Kinder, ganz besondere Spieler, wie für fast alle auch, glaube ich. Aber außer Tusi, es gibt ein paar, die ich immer noch in Kontakt habe, aber nicht so viel. Aber man ist wahrscheinlich, man sieht sich irgendwie dann doch mindestens 10-mal im Leben wahrscheinlich im Eishockey-Leben. Ja, stimmt. Mit dir, Profti, hast du Spieler, mit denen du dich noch immer in Kontakt bist, oder können die dich alle nicht mehr leiden? Ja, yeah, the same kind of thing that you said. Yeah. Yeah. Do you miss Canada? Sometimes, yeah. But I don't miss it right now. It's cold in Edmonton, so it's okay. Also jetzt ist Frankfurt schöner, ist nicht so kalt wie Edmonton. Und du? Ja, ich vermisse immer die Familie, aber wie ich gesagt habe, Deutschland und Frankfurt sind ja jetzt für uns zu Hause. Der Dominik fragt ganz frisch auf YouTube, welches Spiel war das Highlight eurer Karriere? Which one was the biggest highlight of your career? Für mich war es Spiel 3, Finale 2010, wenn ich Meister mit Hannover war. Das war die große Spiel meines Lebens. Und auch vielleicht die erste Spiel mit Team Canada beim Deutschland Cup. Die beiden stehen ganz hoch. Ich hatte schon Angst, du sagst Spiel 3, Finale 2019. Profi, what about you? You got any? You got so many good games, right? Yeah, but honestly, I think my first regular season game in Germany, it was in Kassel, for Kassel, but just part of it was big for me to play my first professional game. It's always a big goal, and just then that's kind of where I saw like the culture around hockey in Germany and like how passionate and excited the fans are during the game. So that was awesome. I always remember that. Er meinte, sein allererstes Spiel in Deutschland war quasi zu erfahren, wie Profi-Eishockey hier gespielt wird, wie leidenschaftlich auch die Fans sind. Ich sage jetzt nicht, für welchen Verein das war. wo ist die Frage? Ich habe noch eine Frage, die ich unbedingt vorlesen wollte. Die muss ich jetzt einfach finden. Von Alicia, Adam, wie bist du zu Instagram gekommen? Der Mitchie ist jetzt seit 2-3 Wochen tatsächlich auf Instagram. Genau. Follow me, please. ganz ehrlich, hat die letzten paar Jahre hat meine Frau immer gesagt, du sollst auf Instagram sein, du sollst auf Instagram sein. Und ich habe immer gedacht, ja, ich habe keine Zeit, keine Lust auf Social Media. Und dann hat sie es einfach vorletztes Wochenende gemacht für mich. Sie hat das alles zusammengestellt und dann zu mir gegeben.
hier ist dein Instagram-Account, bitte mach was damit. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich finde Instagram ganz toll soweit. Es gibt viele schöne Sachen drauf. Sehr interessant. Jetzt, deine Frau richtet das für dich ein. Herrlich. Profi, have you always been such a gym rat? Yeah, it's always been kind of a passion. I think the way I play too, it's kind of important that I keep up with it. So that's part of it too. Also, wurde von ihm wissen, ob er schon immer so ein Fitness-Fan war. Und er sagt, ja, es war irgendwie schon immer und tatsächlich passt es auch ja, zu seiner Spielweise. Da ist es halt auch wichtig, entsprechend fit zu sein. I watched your warm-up and it made me sweat. Because it's crazy. is your day like, is it a long routine, your day basically? Yeah, it kind of is. It's a little bit embarrassing, but no, I have to warm up that hard, or else I'm too nervous for the game. Okay. Ich wollte von ihm wissen. Ich habe gerade jetzt am Sonntag in Krimitschau saß ich direkt neben ihm und beim Warm-up und dachte, oh, Wahnsinn, ein ewig langes Warm-up und ich glaube jeder Muskel wurde mal irgendwie einzeln aufgewärmt und wollte halt wissen, ob er quasi der ganze Tag durchgeplant ist. Und meinte, ja, tatsächlich und so beim Warm-up. Er ist so nervös, deswegen macht er so langes intensives Warm-up. Das ist auch eine Möglichkeit, siehst du. One thing the fans probably don't know about you, but I know, is, oh, no. Are we scared? No, he's nervous now. No, but you like to take the train here to the stadium. How come? Because usually North Americans, you know, they do everything with a car. You know, really just trying to do my part, reduce my CO2 output. And no, but seriously, I just find the system really efficient. It's easy. It's less stress from where I'm coming from in the city. You don't have to worry about traffic and put a podcast on. You're there. Yeah. What kind of podcast do you hear? I listen to a lot of hockey podcasts. Oh. Big surprise, yeah. Spit and Chicklets, pretty funny. Okay. Or Oilers Now. Of course. Ja, ich wollte von ihm wissen, denn der Profi ist tatsächlich, was ja eher unüblich für Nordamerikaner ist, sehr gerne mit den Öffentlichen unterwegs. Und er meinte erst, er möchte natürlich auch was für die Umwelt tun. Das ehrt ihn, aber er sagt, man kommt hier einfach auch gut von A nach B, einfach von A nach B und er genießt es und hört dabei Eishockey-Podcast. Natürlich. Was sonst? Michi, für dich habe ich auch noch zwei Fragen. Zum einen, jetzt die beiden Derbys vor der Brust, sei ehrlich, als Kapitän, ist das mehr Druck oder mehr Vorfreude? Mehr Vorfreude, glaube ich. Weil es geht um 3 Punkte, die sind, es ist nicht nur 3 Punkte, das wissen wir alle, aber ja, wenn du solche Spiele unter der Saison bekommst, es ist, die was Besonderes sind, das ist auch immer schön. Und ja, wir brauchen keine extra Motivation für solche Spiele. Das glaube ich gern. Die Frage kam auch, ich weiß gar nicht, wo sie war. Ich glaube tatsächlich hier auf Instagram kam tatsächlich die Frage, wie du quasi zum Kapitän geworden bist. Wie hast du letztes Jahr von der Ehre erfahren? Ja, ich erinnere mich nicht ganz so gut drauf, aber ich glaube, wir haben eine Wahl gemacht in der Kabine zwischen Spiel und Trainer und die am Ende habe ich das Wahl gewonnen. Ich glaube, ich bin noch nicht sicher, aber ja. Und wie man sieht, hast du die Wahl angenommen. Du kennst ja das Team, dann würde man denken, ist Kapitän am besten. Wie würdest du die Chemie in der Mannschaft beschreiben? Ist es eine runde Truppe? Gibt's Typen, du hast gesagt, einen Tusi gibt es nicht, aber gibt es verschiedene Charaktere in der Mannschaft? Ja, es ist wie jede Mannschaft. Wir haben eine gute Truppe. Wir sind alle Freunde, gute Freunde. Ja, aber es gibt immer wie jede Mannschaft verschiedene Gruppen in die Mannschaft, wie die junge deutsche Spieler, die früher zum Frühstück kommen muss, die älteren Spieler wie ich und Eddie, die 20 Jahre älter als die jungen Spieler sind, aber
Ja, wir sind eine ganz enge Truppe. Ich glaube, wir haben schon viel erlebt unter der Saison und in Vorbereitung. Auch im Empfinden war es ganz schön, Krefeld auch. Ja, es macht jeden Tag Spaß, in die Halle zu kommen. Die Susanne möchte wissen, ob ihr das so mitbekommt, tatsächlich, wenn ihr voll im Fokus seid, wie es auf den Rängen zugeht. Ja, mich auf jeden Fall. Meistens nach dem Tor, wenn es so laut ist. Aber auch im letzten Drittel, wenn die Fans uns richtig nach vorne peitschen, dann bekomme ich auch ein bisschen mehr Energie davon. How about you? Do you recognize the noise and the atmosphere out there? Yeah, I think it's impossible not to. When the fans are loud like that, like you said, really pushes us on. And I think you see it helps a lot too. We've had a lot of good comebacks, and especially in this building, and it's definitely a part of it. Ja, also auch Prof, die sagte, schließt sich da an. Also man kriegt das auf jeden Fall mit, wie könnte man nicht. Und die Fans haben einen großen Anteil daran, ihr draußen habt einen großen Anteil daran, dass es dann auch immer wieder auch schöne Comebacks gibt. Ja, weil ihr die Jungs auch ordentlich pusht. Wie ich sehe, sind auch ein paar Nauheimer Fans zu Besuch. Ihr habt scheinbar nichts zu tun. Schön, dass ihr da seid. Aber benehmt euch bitte. Keine Schimpfwörter hier. Ja, das zu Adam und Schüle, Winnie hatten wir schon, da musst du nachher nochmal die Aufzeichnung mal gucken, das Thema hatten wir schon. Hier kommt noch die Frage, wo war sie gerade? Die verbinden wir doch gleich mit einer, die ich habe. Und zwar von Ina, eure Meinung zu Daniel Wirth. Da möchte ich natürlich auch dazu noch wissen, sportlich und modisch. Sportlich kann er ganz gut Eishockey spielen, modisch ist das einfach eine Katastrophe. What do you say? Yeah, good hockey player, but I'm in no position to comment on fashion. I'm from Alberta and everyone wears cowboy boots. So. Also, Prof, die hält sich politisch zurück und sagt, er ist nicht in der Position. Oder Männer, die cowboy boots tragen, können nicht über Mode reden. So ungefähr. Wer gibt's denn jemanden in der Kabine, der euch so wirklich zum Lachen bringt? Gibt's denn so ein... Ja, so ein, vielleicht auch nicht gar nicht so offensichtlich, sondern jemand, der einfach die Dinger plötzlich, da kommen die so raus. Diesel likes the whole cold court and tells stories, so he even admitted that they don't even have to be true half the time, so we don't know what he's telling us, but it definitely keeps us entertained. Also der Diesel, Stephen DeLille, hat, das habe ich jetzt schon öfter gehört, erzählt gern und viel und Prof, die meinte, plötzlich kommt dann auch heraus, dass nicht jede Geschichte unbedingt wirklich so passiert sein muss. Schießt du dich da an oder hast du jemand anders, du sagst, der haut immer mal wieder einen raus? Ja, ich glaube, der Diesel ist eine gute, aber für mich ist auch die Schinko was Besonderes, weil er redet so viel, man kann fast keinen anderen zuhören, weil er redet jeden Tag, hört er nie auf zu reden. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, das ist ein Schatz jetzt hier. Aber er kann sich gerade nicht wehren. Das ist natürlich, ja, aber das kriegt er dann morgen in der Kabine noch zu hören. Jetzt für mich die wichtigste Frage des Abends definitiv, seid ihr neidisch auf Jimmys Tanzkünste? Ich glaube, er hat es ganz gut gemacht. Es kann nicht so einfach sein, im volle Torwart-Ausrüstung die ganze Halt zum Tanzen bringen. Aber er hat sein Bestes gegeben. Und ja, ich muss einfach gut absagen. What about you, Prof? Do you take dance lessons with Jimmy? I could use the lessons too, yeah. But I don't envy him having to do that. He does a good job. You know, if you would be a goalie, would that be hard for you, dancing in front of the fans? I wouldn't be able to play here. Ja, würde dann lieber nicht hier spielen. Sehr schön. Ja, aber das ist natürlich, Jimmy legt da nochmal ordentlich vor. Das ist viel Druck für Kleini, oder? Ja, doch, ich glaube, es ärgert Kleini ein bisschen auch. Vielleicht mehr als ein bisschen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht können wir mit Kleini sonst mal in die Tanzschule gehen. Ja, ich kenne ein paar gute. Ach, du kennst gute. Ja, meine Mädels geht jede Woche zur Tanzschule. Ballett im Moment. Und ja, vielleicht soll Jimmy ein bisschen Ballett auf Mais machen. Ah, das können wir ihn morgen direkt mal fragen in der Kabine. Siehst du, hier kommt schon die Frage von Kevin. Bekommt Patrick noch Tanzstunden in der Kabine?
haben wir noch Fragen? Weil sonst schauen wir mal auf die Uhr. Würde ich sagen, am Feierabend. Das hatten wir alles schon. Michi, hier sind mehrere weibliche Fans, die wollen, dass du ihnen auf Instagram folgst. Weiß deine Frau davon? Nein. Ja, sowas kommt von sowas, ne? Ja, genau. Ja. Wichtigste Frage. Wer gewinnt am Freitag? Uns. Uns. Sehr gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, schicken wir euch in den wohlverdienten Feierabend, in das nicht vorhandene Privatleben. Noch ein paar wichtige Infos. Wie gesagt, Freitag Derby gegen Kassel. Nächste Woche Freitag dann am 1.11. Derby gegen Bad Nauheim. Am Sonntag, falls ihr nichts vorhaben solltet am Sonntag oder nicht in Dresden seid, im Mai 16 Uhr gibt es die Live-Übertragung wie immer. Und dann noch kurz in eigener Sache. Wir werden auch beim Thema Movember wieder ein bisschen am Start sein, ihr beide. Nicht, obwohl ihr könntet, aber ihr habt wahrscheinlich zu Hause verborgen. Guck mal, du bist schon. Aber da sind wir auf jeden Fall ein bisschen am Start, auch im Duell mit Nauheim übrigens. Wir liefern uns ein Bartduell mit Nauheim. Okay. Ich bin mir sicher, wir haben die schöneren Bärte. Oder? Ja. Ich glaube schon. Genau. Und wie gesagt, vergesst nicht, Tickets zu kaufen fürs Winterderby. Wichtig, wichtig, seid dabei, unterstützt die Löwen. Völlig klar. Und dann danke, dass ihr zugeschaut seid. Danke euch beiden fürs Vorbeischauen. Profdi, möchtest du noch was auf Deutsch sagen, ausnahmsweise? Auf Wiedersehen oder so? Please like and subscribe. Ja. Wunderbar. Genau, ich stehe hier. Sehr gut. Dann danke, Jungs, und schönen Abend euch da draußen. Danke fürs Zuschauen.